Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und heute, ich bin wieder Broke Heaven, Leute. Ja, Leute, heute reden wir mal darüber, warum Broke Heaven eigentlich mit Abstand aktuell das meistgespielteste Roblox-Spiel der Welt ist. Ja, Leute, das hat nämlich einige Gründe. Ich habe mir einige mal davon zusammengesucht und dachte, ich sag sie euch, ich zeige sie euch mal in diesem Video hier heute. Eventuell interessiert das ja den ein oder andere von euch. Und ja, da ich nicht wusste, was ich aufnehmen soll, dachte ich mir, mach ich das Ganze auf jeden Fall mal. Erstmal wollte ich noch sagen, schreib auf jeden Fall mal deine Meinung dazu in die Kommentare. Like das Video, falls dir gefällt. Eventuell schaffen wir die 2000 Likes auf diesem wunderschönen Video hier. Und abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Ja, Leute, Broke Heaven ist, wie ihr wisst, mit Abstand aktuell das meistgespielteste Roblox-Spiel, gefolgt von Pet Simulator X, Royal High, Bloxburg und natürlich auch Adopt Me, Leute. Aber warum ist Broke Heaven eigentlich so populär? Warum spielt jeder Broke Heaven? Warum hat das Spiel so viele Spieler? Das hat nämlich einige Schlüssel, quasi Momente, nämlich einige Keys, sag ich mal, warum dieses Spiel so viele Spieler hat. Über die ganzen Schlüssel reden wir gleich, Leute, aber bevor ich sagen, muss ich euch einen Starcode, Jojo, falls du den Robux oder Roblox bekommst und weiter geht's nach dem Intro. Also, wieso hat Broke Heaven so unfassbar viele Spieler? 1 Million haben sie ja noch nicht geknackt, Leute, aber sie waren schon mal bei fast 900.000 und das ist schon extrem. Sie sind permanent bei einer riesigen Spieleranzahl und ich dachte mir, ich rede einfach mal in diesem Video darüber mit euch, weil eventuell interessiert es ja den einen oder anderen von euch. Und zwar, Leute, fangen wir auch direkt schon an mit Schlüssel bzw. mit Taktik Nummer 1. Und zwar ist alles in diesem Spiel hier also wirklich alles kostenlos. Es gibt kein Geldsystem in diesem Spiel hier und das macht das Ganze ebenso gut. Weil man muss halt nicht farmen, um hier irgendwie roleplayen zu können, Leute. Man kann hier alles benutzen, was man will, Leute. Man muss sich hier gar nichts kaufen. Es gibt halt kein Geldsystem. Man kann hier alles nehmen, außer halt, Leute, das sind quasi die Sachen hier mit dem Stern, Leute. Das sind die Premium-Sachen. Aber die sind ja an sich auch kostenlos gesehen, Leute. Dazu kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Aber ja, Leute, alles ist hier kostenlos. Man kann alles kostenlos machen. Man kann hier sich kostenlos Sachen holen, Leute. Kann man? Ja, kann man, Leute. Wir haben uns hier was Kostenloses geholt jetzt. Nice. Und dann gibt es da natürlich noch coole Animationen und so weiter und so fort. Wir haben das sogar zweimal. Habt ihr gerade gesehen? Wir hatten das irgendwie zweimal da unten in der Hand. Das hat so doppelt blau geleuchtet. Okay, das ist cool, Leute. Natürlich gibt es auch noch ganz viele Tänze und so, aber das ist ja nichts Besonderes, Leute. Außerdem ist das Spiel noch relativ simpel gehalten, aber das Wichtige ist halt hier, dass halt eben nichts Geld kostet. Man muss nicht, wie zum Beispiel bei Adopt Me, Bugs farmen, um sich irgendwas holen zu können. Man hat quasi alle Autos, alle Häuser und so, hat man voll alleine. Jeder hat sie und jeder hat sie auch umsonst, ohne irgendwas zu machen. Und das ist halt ein Schlüsselmoment, der halt sehr, sehr gut ist, Leute, weil Leute denken sich so, boah, dann muss ich ja gar nicht fahren. Boah, cool, neues Haus ist draußen. Ich hab's ja schon direkt. Und das ist halt eine Sache, Leute, die ist halt ziemlich, ziemlich gut. Die ist ziemlich, ziemlich positiv für Broke Heaven. Und ich finde da auch nichts Schlechtes dran, Leute. Natürlich gibt's, wie gesagt, diesen VIP Game Pass, den Premium Game Pass, Leute. Und zu dem kommen wir das auszusprechen. Und zwar, Leute, sind die Broke Heaven Game Pässe, die ganzen Pässe hier, Leute, wo es erstmal nicht so viele gibt, aber zweitens gibt's schon viele, die sind alle, also wirklich alle richtig, richtig, richtig günstig, Leute. Premium kostet, glaube ich, 150 Robux oder sowas nur. Und das ist so, Leute, wenn man das mit Adopt Me vergleicht, wo man sich dann quasi ein Pet für 1000 Robux kaufen kann, könnte man sich hier in Broke Heaven Premium kaufen, das hier kaufen, Penthouse kaufen, was ich jetzt auch mal machen werde, Leute. Ihr Penthouse kaufen wir mal auch 150 Robux. Keine Ahnung, Leute, irgendein Penthouse bekommen wir dann. Probieren wir das Ganze jetzt mal aus. Und ja, ich meine, Leute, das sind halt so billige Game Pässe quasi. Man kann sich hier fast alles kaufen für, ich sag mal, nur 1000 Robux. Natürlich verdient das Spiel dann dadurch weniger Robux, weil wenn die Game Pässe teurer sind, bekommt man natürlich dadurch auch mehr Robux, Leute. Macht ja auch irgendwie Sinn. Aber, Leute, desto billiger, desto mehr Leute kaufen es auch. Also gleicht sich das dann ja wieder so aus. Und Leute, das ist aber auch ein riesiger Grund, warum dieses Spiel nochmal so erfolgreich ist, weil halt alles so billig ist, Leute, weil halt jeder sich auch die Game Pässe kaufen kann und sich dann richtig cool fühlen kann mit zum Beispiel Premium und so weiter und so fort, Leute. Ist auch eine Strategie, die halt nicht wirklich schlecht ist, Leute. Und Schlüssel Nummer 3 und eigentlich so der mit wichtigste Schlüssel ist einfach, Leute, dass man hier im Spiel roleplayen kann. Und Roleplay ist ja, ja gut, das ist ja der Sinn des Spiels, also wieso sollte man nicht roleplayen? Aber Leute, jetzt kommt nämlich das Wichtige und zwar, Leute, das Wichtigste sind YouTuber. So wie ich und so wie andere Leute. YouTuber, die Videos über dieses Spiel hier machen, ist quasi komplett kostenlose Werbung für dieses Spiel. Und Roleplay, Leute, Roleplay kann man alles machen. Man kann, bei Roleplay kann man seine kreativ freien Lauf lassen.
Man kann wirklich alles machen. Es gibt nichts, was man nicht machen kann. Eigentlich, Leute, bei Roleplay kann man wirklich alles machen. Bei Adopt Me zum Beispiel, da muss man sich überlegen, was kann ich jetzt für ein Video machen? Bei Brookhaven kannst du dir irgendeine Story ausdenken. Sowas wie, ja, irgendein Bus holt mich ab und ich fahre irgendwo hin. Das habe ich mir gerade innerhalb von 2 Sekunden ausgedacht. Muss man natürlich ein bisschen ausplanen noch. Aber Leute, von der Theorie hier ist es möglich. Und deshalb machen sehr, sehr, sehr viele YouTuber ganz, ganz viele Brookhaven-Videos. Und da sie halt auch gut geguckt werden, Leute, da sich jeder dafür interessiert, ist es halt ein ziemlich guter Schlüssel. Und Brookhaven hat halt noch das Glück gehabt, dass sie quasi so das erste Spiel waren, was so richtig erfolgreich wurde. Und deshalb spielt halt jeder Brookhaven und nicht irgendwelche anderen Roleplay-Spieler, weil es gibt da natürlich mehrere Leute, aber die meisten spielen einfach Brookhaven, weil es quasi dieses Main-Game quasi ist. Es ist quasi dieser Schlüssel. Es gibt auch viele Simulatoren, die so wie Pet-Simulator sind. Die meisten spielen allerdings trotzdem Pet-Simulator. Oder Adopt Me. Es gibt auch viele Spiele, wo man irgendwelche Sachen adoptieren kann und so weiter und so fort, irgendwelche Pets hochziehen kann. Aber Adopt Me wird am meisten gespielt, weil es halt quasi dieses Standard, dieses Fundament-Game ist, wenn man das so sagen kann, Leute. Und YouTuber sind halt wirklich sehr, 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 sehr wichtig, weil das ist quasi kostenlose Werbung. Und ja, jedes Spiel auf Roblox braucht Werbung. Sonst spielt es nämlich keiner, Leute. Und da sie quasi kostenlose Werbung bekommen, durch unendlich generierten Content, Leute. Der YouTuber hier wirklich alles machen kann. Auf dem VIP-Server kann man sich hier sogar noch sehr viele Sachen einstellen. Habe ich eben auch gesehen, Leute. Normal Lightning. Dann kann man die Zeit stoppen, starten, Musik ausmachen. Man kann sogar einen grünen Himmel machen für eine Zombie-Apokalypse oder sowas. Einen orangenen Himmel kann man Wolken anmachen, kann man ausmachen, kann man ganz wolkig machen. Man kann alles hier machen, Leute. Man kann Nebel machen, man kann Regen machen, man kann eine Flut machen, Leute. Jetzt wird hier alles geflutet. Oh nein. Und hier ist halt sehr viel, wirklich sehr, sehr viel, wo man hier Roleplayen kann, Leute. Und das macht dieses Spiel halt so genial. Und halt auch, dass die ganzen Gamepässe billig sind. Und das war's im groben Ganzen auch schon, Leute. Die YouTuber-Werbung, dass alles hier kein Geld kostet. Also nichts, wirklich nichts kostet dir Geld. Man muss nicht irgendwie erstmal stundenlang irgendwelche Aufgaben machen, um quasi an Geld ranzubekommen. Man kann alles sich einfach hier kostenlos nehmen, Leute. Vom UI jetzt mal weggesehen, Leute. Das sieht nämlich nicht so schön aus, meiner Meinung nach. Aber man kann sich jedes Haus der Welt, kann man sich einfach kostenlos hier hinsetzen. Wie gesagt, mit dem Premium Game Pass, der allerdings ja auch nicht so teuer ist, Leute. Und wie gesagt, falls du dir Robux oder Roblox spielen kaufst, gerne mit meinem Starcode. Aber ja, neues Haus adden ist auch nicht so schwer für die zum Update. Das ist natürlich auch ziemlich gut, Leute. Das heißt, die können sogar relativ oft updaten, weil so ein Haus zu bauen in der Woche kann man auf jeden Fall schaffen, Leute. Ist jetzt nicht so schwer. Und deshalb können sie auch ziemlich oft updaten. Die Updates sind nicht so aufwendig wie zum Beispiel die von Adopt Me, Leute. Das heißt, sie können halt viel öfter updaten, regelmäßig updaten, jede Woche einmal updaten. Was natürlich ziemlich gut ist, Leute, weil Updates halten natürlich die Spieler am Ball. Und ich finde, Brookhaven hat sich inzwischen zu einem sehr, 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 sehr guten Spiel entwickelt, Leute. Aber wie gesagt, schreibt mal gerne eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Aber ich glaube, die Argumente, die ich gerade gebracht habe, waren eigentlich schon sinnvoll, Leute. Das ist natürlich jetzt, was in meinem Kopf abgeht, Leute. Das ist meine Theorie quasi, ist es nichts Bestätigtes oder sowas, aber zum Beispiel bei Adopt Me hat man halt gemerkt, sie haben weniger geupdatet, alles wurde irgendwie teurer und so, die haben fast nur noch Robux-Artikel reingemacht und dann haben halt Leute aufgehört, das Spiel zu spielen und halt hier auch noch ein guter Punkt, Leute, hier ist auch noch ein guter Punkt, man kann hier absolut nicht gescammt werden, Leute, hier gibt es keine Pets, hier kann man nicht traden, hier wird man nicht gescammt, das heißt, niemand wird hier irgendwie Rage quitten oder sowas, weil die Person gescammt wurde, weil man halt einfach nicht gescammt werden kann, weil es halt einfach kein Traden gibt. Alles ist ja sowieso kostenlos, das heißt, selbst wenn es Traden geben würde, würde es keinen Sinn machen, weil man kann sich sowieso alles, wie gesagt, kostenlos hier holen, Leute. Autos und natürlich gibt es ja auch noch einen schönen Avatar-Editor, Leute. Und ja gut, ob man den jetzt benutzen will oder nicht, aber finde ich eigentlich ganz cool. Ich meine, ich habe selber Robux, ich kann mir selber alles kaufen, aber hier, falls ihr keine Robux zum Beispiel habt, könnt ihr euch hier auf jeden Fall coole Outfits und so weiter holen, Leute, die natürlich auch fürs Roleplay angepasst sind. Hier zum Beispiel Polizisten, Leute, oder halt eben auch irgendwelche Outfits, Leute, oder irgendwelche Hosen oder was weiß ich was, Leute. Natürlich gibt es ja auch welche für Premium dann wieder und ja, warum bin ich jetzt in der Kategorie Frauen gelandet? Da wollte ich eigentlich gar nicht hin, Leute. Der Adidas hier, aber wir setzen mal wieder auf unseren normalen Charakter zurück, Leute. Besser ist es aber, Leute, ich glaube, ihr habt das Spiel und diese Erfolgsstrategie von diesem Spiel ja quasi verstanden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox Videos von mir zu machen mit unserem Starcode. Schaut falls du dir Robux oder Roblox kaufst und schaut auch gerne in die Videobeschreibung, weil du findest meinen Real-Life-Merch, meinen Roblox-Merch und auch den Link zu meinem Discord-Server. Und dann würde ich sagen, haut hier rein und ciao! Lecker, lecker, Leute!